Thema intuitiv sind wir wahrscheinlich auch, weil Hoffenheim kann ja auch mit Ball ein bisschen was. Kramaric auch an allen Toren mit Assist oder Second Assist beteiligt. Gab es von dir dann nochmal eine Ansage an einen Sechser plus Mittelfeldspieler, weil er natürlich sehr gerne, vor allem dieses Jahr, diesen Raum zwischen den beiden Ketten sucht? Oder vertraust du darauf, dass die Jungs das schon selbst auf dem Schirm haben? Ja, natürlich haben wir darüber geredet, die Räume, die Kramaric gerne findet. Und es ist vor der Kette, wo er aufdrehen möchte, um dann zu stecken. Hoffenheim spielt dieses Jahr auch ein bisschen anders. Sehr breite Flügel, die sie immer wieder ins Spiel bringen wollen. Außenverteidiger, die eher nach innen ziehen und dann vorderlaufen. Alles Dinge, über die wir natürlich geredet haben, die wir angesprochen haben, die wir auf dem Schirm haben. Jetzt werden wir sehen, wie wir es dann umgesetzt bekommen. Ich habe noch die letzten personellen Fragen. Mats Hummels kann nicht dabei sein, das war klar. Dafür Witzel, wir haben es gesehen, wieder hinten drin. Auf der 6, Dahoud. In Mangel an Alternativen oder weil sie grundsätzlich auch vertrauen, dass das nicht so offensiv ist? Ja, Emre Can fällt ja auch aus. Also nicht im Kader? Wir haben keinen anderen Innenverteidiger und das zieht sich jetzt natürlich schon ein paar Wochen durch. Axel macht das gut, aber Axel ist kein Innenverteidiger. Axel ist Sechser. Mo ist für uns wichtig im Ballvortrag vor allen Dingen, macht das aber auch gegen den Ball sehr ordentlich mit einer guten Grundaggressivität. Am Ende müssen wir alle verteidigen. Und auch die beiden vorne müssen mitmachen. Marco muss die Wege mit zurückgehen. Und alles andere müssen wir dann in den nächsten Tagen auch sehen. Fakt ist, dass wir dort natürlich seit geraumer Zeit jetzt einfach auch da hinten kleine Baustelle haben. Noch kurz nachgehakt. Emre fällt verletzt aus. Ja, was hat er sich getan? Muskelverletzung. Wird auch ein paar Tage ausfallen. Ja, schade für den Jungen, weil er die Woche da mittrainiert hat, Probleme bekommen hat und natürlich so auch keinen Rhythmus aufnehmen kann. Bis hierhin schon keine Vorbereitung hatte, Thomas Meunier auch nicht. Ja, damit arbeiten wir, damit dealen wir im Moment, haben nie gejammert und trotzdem ist für mich als Trainer wichtig, natürlich auch solche Dinge immer mit irgendwo dann auch mal in Betracht zu ziehen. Marco, wir schauen uns die Arbeit gleich an. Vielen Dank und einen schönen Fußballabend. Euch auch. Und Marco, lieben Dank und wir sprechen dann natürlich überein. Stimmt, Abstand ist wichtig, auch in diesen Tagen. Jude Bellingham, so ein bisschen im Schatten des großen Erling Haaland. Also ich würde ja bis zu der These gehen, dass Dortmund die beiden talentiertesten Spieler der Fußball-Bundesliga hat. Mit die talentiertesten, ja, definitiv. Also die Bedeutung für Jude Bellingham geht manchmal ein bisschen unter, weil es natürlich nicht so ein spektakulärer Job ist wie bei Haaland, der die Bälle nach vorne trägt, der zu Abschlüssen kommt, der die Tore schießt. Bellingham, das ist halt das Los des Sechser, Achters, wie auch immer, das ist so ein bisschen, das ist so die Basisarbeit. Aber auch die ist verdammt schwer. Kanté, Jorginho und Co., das sind halt die auf absolutem Weltniveau und Bellingham hat definitiv das Potenzial, da auch hinzukommen. Ist es vielleicht sogar ganz schön, den Haaland zu haben, der noch viel mehr Fokus, noch viel mehr Rampenlicht auf sich zieht und da zumindest etwas ruhiger reifen zu können? Ja, man darf ja nicht vergessen, er ist halt nochmal 2-3 Jahre jünger als Haaland. Ist ja als Teenager hierher gekommen und hat relativ wenig Anlaufzeit gebraucht, um diese Rolle einzunehmen. Und auch innerhalb der Mannschaft ist seine Persönlichkeit sehr schnell gereift, er ist sehr schnell erwachsen geworden. Und das sieht man jetzt, finde ich, auch auf dem Spielfeld, was das Fußballerische angeht. Und da hat er einfach noch einen Schritt nach vorne gemacht, aber da sind noch einige Schritte möglich. Und da sollte der BVB die Zeit so lang wie möglich genießen. Was da für Schritte möglich sind und vor allen Dingen auch, wer ihn bei diesen Schritten unterstützt, das hat Max Stubeus bei uns ganz genau unter die Lupe genommen. Jude Bellingham. Was für ein außergewöhnlicher Typ. Normalerweise sind 18-Jährige froh, von zu Hause auszuziehen. Bellingham ist ein Typ, der die Dinge anders sieht. Er braucht das gewohnte Umfeld. My mom keeps me.